10-Jähriger klickte in die YouTube-Trends und fand Unglaubliches. Hi. Na, so leicht kommen mir die kleinen Schlawiner nicht davon. Leute, ich bin's wieder, euer Sepp, seines Zeichens Spaßmacher, Spielverderber, hauptberuflich Rotkäppchen. Oh mein Gott! 10 epische Siege in Fortnite. Grrr. Ich war wie immer ein bisschen auf YouTube unterwegs, dachte mir nichts Böses, klickte in die Trends, dachte mir Böses. War aber sogleich der Meinung, dass ich euch doch lieber an diesem Hochgenuss teilhaben lasse. Dankt mir später. Zurzeit erfreut sich ja die Serie Wie viel ist dein Outfit wert? Großer Beliebtheit. Ein Format, in dem es darum geht, wildfremde Leute auf der Straße anzuquatschen und herauszufinden, dass sie für ihre Baumwolle 500 statt 20 Euro bezahlt haben. Warte, das hatten wir doch schon mal. Leute, ich bin wieder auf Hamburg Streets unterwegs und ich dachte mir mal, ich frage die Leute, wie viel ist deren Outfit wert? Nee, ich feier das, dass er sich das mal gedacht hat. Ich meine, ich sitze hier rum wie der letzte Spack. Dabei könnte ich jetzt doch viel lieber draußen an der frischen Luft sein. In Hamburg Streets. Und mir einfach mal denken, ich frag die Leute heute einfach mal, wie lang ihr Penicillin denn noch wirkt. Oder so. Hallo, sag mal, wie groß sind deine Brüste? Fresh. Abiturdurchschnitt, so? 1000 Euro. Ich bin's, Yannick, aka German Hype Kid. Kommt mit, ich zeig euch mal meinen Kleiderschrank. Der Typ, Alter. Das ist übrigens mein Kleiderschrank. Ja, man sieht auch hier, du hast hier ordentlich eingekauft. Als ob das irgendwen interessiert. Ja gut, mich, ich guck das auch. Und ich meine, das ist ja auch ganz unterhaltsam, wenn man... Also... Und da gab's letztens so einen Kandidaten, der mich tatsächlich für dieses Video inspiriert hat. Brudi, Grüße gehen raus. Bei dem ich mir einfach nur dachte, Digga... Mit dir war's das dann auch komplett. Dein T-Shirt. Von Calvin Klein. Eine Tasche. Gucci. Ja, mein Cap für 210. Ja, ich meine, das ist ja alles in Ordnung. Gucci, Flucci, tralala, gönn dir, Bruder. 210, zeig mal von vorne. Dreh dich mal um. Ne, der von vorne hier so. Dreh dich mal um. Ne, der von vorne hier so. Ja, ich weiß, dass das nur ein Missverständnis war, aber es war halt heftig cringe. Aber das war immer noch nicht der Punkt. Leute, passt auf. Jetzt bringt er eine Aktion. Pass auf. Warte. Der bringt... Ich zeig's euch einfach. Hast du noch irgendwie was? Nein. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier ein. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Bargeld hast du auch noch? Ja. Vermutlich gehört Bargeld zum Outfit, oder? Ich meine, klar. Im Endeffekt fände ich das auch wirklich eine hammergeile Sache, oder? Ja, hast du noch irgendwie was? Ja, eine Kette. Außerdem ein Anti-Stress-Ball. Marmelade von meiner Oma. Ach, und noch ein bisschen Bargeld. Leute, ich bin auf jeden Fall stolz, sagen zu können, dass das Konzept dieses Formates und von Outfits im Allgemeinen den Rezipienten zu jeder Zeit vollkommen einleuchtete. Ja. Aber Leute, dieser junge Mann, ja? Ja. Hat das Problem eigentlich schon schön auf den Punkt gebracht. Für die meisten dieser zugegeben noch recht jungen Leute geht's irgendwie scheinbar überhaupt gar nicht mehr um die Outfits. Sondern nur noch um das Markenflexen, weil einem durch irgendwelche großen Influencer suggeriert wird, dass das irgendeine Relevanz hat. Ja. Kleidung sollte aber meiner Meinung nach nicht mehr Relevanz haben als für sich selbst, beispielsweise gegenüber dem eigenen Wohlbefinden. Und es ist halt auch vollkommen egal, ob dein Outfit 50 oder 1000 Euro gekostet hat. 700 Euro Sweater ohne Aufdruck. Solange du dich damit wohlfühlst. Und natürlich kann man auch sehr gerne ganz viel Geld für Klamotten ausgeben. Das ist ja eine persönliche Sache. Andere stecken es in ihr Auto, andere stecken es in Reisen oder sonst wohin. In den Hintern. Wenn du das Geld hast, du verantwortungsbewusst damit umgehen kannst, dir es das wert ist und du möglichst noch selber dafür gearbeitet hast. Und ich kann absolut den Reiz an diesen Formaten verstehen und dieser ganzen Hypebeast-Kultur. Im Endeffekt gucken halt ganz viele nach Outfits, nach Styles, nach Klamotten und Marken, die sie selbst nicht haben, sich leisten können oder gerne hätten oder sich einfach aus welchem Grund auch immer damit beschäftigen und das interessant finden. Der Punkt ist aber so, gerade wenn ihr jung seid, lasst euch sagen, ey, das ist cool, das kann ein Hobby und ein Interesse sein, aber das hat verdammt nochmal nichts mit der Wertigkeit zu tun. Du bist trotzdem wunderschön, auch wenn dein Outfit nur 20 Euro kostet.
Guck mal hier an, was hast du da gekauft? Ja, okay, da habe ich mir einmal ein Notizbuch gekauft, ganz normal. Ja. Natürlich, Bruder, muss absolut los. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Sorry, musste los. In diesem Sinne zu dieser Stunde. Ich hoffe, das Video hat euch gemundet. Nehmt nicht alles so bierernst. Am Ende des Tages geht's auch mir um Unterhaltung. Gönnt euch, kauft euch Flex, bis die Kreditkarte brennt. Aber vergesst nicht, dass es nicht das ist, was euch ausmacht. Denn am Ende des Tages seid ihr alle mehr wert als euer Outfit. Mama, ich habe was Inspirierendes im Internet gesagt. Knattert mir eure Meinung dazu mal bitte unten rein. Denkt ihr eher, Sef, du bist echt total korrekte Typ, so? Oder eher so, was laberst du? Oder auch, Sef, ich mag dich eigentlich, aber du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Lasst es mich wissen. Und wenn ihr Bock habt auf witzige Gaming-Unterhaltung und mehr Videos dieser Art, dann drückt doch einmal kurz auf den Abo-Knopf. Ein Abo, ein Gucci. Doch, wirklich. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt.